Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Silent Hill 2. Im letzten Part sind wir Laura begegnet, die hat uns dann verarscht und wir mussten gegen unseren ersten, ja eigentlich schon zweiten, im Remake, im Original wäre es der erste Boss gewesen. Aber wie schon gesagt, da war ja der Pyramid Head Dings nur eine Sache, wo du ausweichen musst. Obwohl das hier ja eigentlich auch so war, ne? Du musst eigentlich auch nur abwarten, bis die Sirene läutet. Heißt, sagen wir einfach mal, das war der erste richtige Boss. Ja, und wir sind jetzt hier in der Hell Dimension. Achso, wir müssen hier den Knopf einfügen. Ja, wo sind wir denn gerade? Im ersten Stock, ja, da wollen wir in den zweiten. Aber eigentlich sind wir bald fertig mit dem Krankenhaus. Es sollte eigentlich nicht mehr viel kommen. Ja, ich meine eigentlich, die ganzen Locations sind ja eigentlich nicht arschlang. Wenn man so will. Das ist aber crazy, dass das schon wieder ein Speicherpunkt. Okay. Und eine abgeschlossene Tür. Aber haben wir schon alles unten erkundet? Naja, hier ist ein Fragezeichen, ja. Das ist die scheiß riesige Box. Ja, die gab's auch im Original. Man braucht zwei Codes und eine Schlüsselkarte oder so. Oder irgend so eine Karte, die du da reinschiebst. Im Original war die früher. Ja, das heißt, wir brauchen erstmal zwei Codes und dann noch einen Schlüssel. Hä, aber warte mal. Das ist eigentlich kein Spoiler mehr, weil in dieser Kiste war damals nur ein einzelnes Haar. Und viele wollen jetzt sagen, ja, das war total useless. Nee, weil das hast du nämlich gebraucht mit dem Angelhaken, damit du quasi aus dem Loch das fischen konntest. Aber das ist doch jetzt hier gar nicht mehr benötigt. Das haben wir doch jetzt schon gemacht. Dann ist da jetzt irgendwas anderes drin. Ja, weil das war schon eigentlich der Witz, ne? Da ist einfach ein einzelnes Haar drin, aber man braucht es halt wirklich. Oh nein, wie sind die Höllen-Nurses drauf? Die haben ein Messer! Aua! Ja, das war alles ein Quicktime-Scheiß. Alter! Ist gut, Junge! Schlimmer, kranke Schwester. Oh! Als Bild gleich eine Injektion benutzen. Ich höre halt immer noch was. Es ist so schlimm. Die Höllenwelten sind immer furchtbar. Freut euch da auf Silent Hill 3, wenn ein Remake bekommt oder irgendeine HD-Collection mal erscheint. Von den ersten drei. Teil 3 war eines der schwierigsten. Ich glaube, das war sogar noch schwieriger. Also wenn sie davon irgendwann ein Remake machen, dann, ja, das wird lustig. Ich meine, ich würde es feiern. Aber ich würde ehrlich gesagt auch eine HD-Collection feiern, weil so sehr ich das Remake von Silent Hill 2 gerade auch liebe, das Original ist halt immer noch speziell, wisst ihr? Deswegen wäre es so cool, wenn sie davon eine HD-Collection machen, so ähnlich wie sie es halt bei Metal Gear Solid gemacht haben. Ich verstehe auch eigentlich den Grund nicht, warum sie das noch nicht gemacht haben. Ich meine, wie gut wäre das eigentlich fürs Marketing gewesen, wenn die Leute nochmal das Original spielen können und dann erst das Remake, Alter. Ich dachte, der hätte sich bewegt. Na, okay, die gehen aber relativ schnell drauf. Diese Böden machen mir auch Angst, ne? Jetzt geht's sogar noch weiter nach oben. Yippie. Ich habe noch nicht genug Hölle gehabt. Also das Ziel ist jetzt eigentlich wahrscheinlich die Box aufzumachen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Heißt, genau solche Sachen immer lesen, weil da könnte halt der Code drinne stehen, zumindest einer davon.
Oh, wie wir tanzten, die Arme in der Luft, die Körper in perfekter Harmonie, während die Musik uns in ihren Bann zog. Doch bei jedem Tanz muss einer von beiden die Führung übernehmen. Und die Musik wurde lauter und lauter, hämmernd durchdringt, und dann blieb nur noch Stille. Und dann erschien der stille Hügel, der Silent Hill. Was geht mit dieser Mannequin ab? Gewaltinstrument, was? Alter, so viel Emotion. Ich habe gerade erst vergessen, dass die Säure speien, wenn man sie tötet. Und dann auf einmal kommt eine Krankenschwester, die ich nicht gesehen habe, aus dem Schatten. Alter, habe ich mich erschrocken. Gleich auf zweimal hintereinander. Ich hasse die Höllenwelten. Nein, ich höre was. Oh mein Gott. Wer hat Ruhe erwartet? Ein Moment der Ruhe, das gibt's hier nicht. Was denkt ihr, was es ist? Resident Evil, was Safe Rooms hat? Nein, das ist das falsche Spiel, Leute. Deswegen sage ich ja, Silent Hill ist Resident Evil in Hardcore. Würde ich fast schon sagen. Und auch Resident Evil kann teilweise schwer sein. Das will ich nicht damit sagen. Alter! Oh mein Gott! Ich hasse die Griechen denn. Ich hasse alle Gegner. Ich meine, es gibt keinen großen Unterschied zwischen den Krankenschwestern, ne? Die einen haben halt einen Metzer. Und die haben halt ein Stahlrohr. Da können wir halt ein Stahlrohr-Battle führen. Alter! Junge, wie die zu einem sliden. Aber okay, das tun wir ja umgekehrt auch. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Oh. Hilfe. Ich sehe das. Ich sehe das scheiß Viech. Und da kommt noch eins. Ich sehe das. Ja, ich... Nicht mit mir. Diese Quicktime-Scheiße kannst du ja auch sparen. Weg mit dir. Wie ich Quicktimes hasse. Ich verfluche Shenmue dafür, dass sie eingeführt haben. Das ist kein Schlüssel. Und nach Glückseligkeit sieht's auch nicht aus.
hinten hier war mal ein Gegner. Genau der. Doofer Ficker. Du blöder Ficker. Willst du reingreifen? Was zum Geier ist eigentlich unser Ziel? Ich kann mal wieder nach oben gucken. Was da oben, weil wir haben einen Schlüssel. Naja. Das heißt zumindest Schlüssel. Heißt, es könnte sein, dass wir hier oben jetzt was machen müssen. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob wir hier oben alles überhaupt erkundet hatten. Nee. Nee, da oben ist ja noch D3 und sowas. Da ist der OP-Stuhl. Ja, da habe ich halt keine Ahnung bisher. Ich glaube, wir haben einfach noch nicht alle Items dafür. Wir haben ein Instrument, aber ist ja wahrscheinlich das einzigste. Vor allem, es lag ja direkt da. Außerdem konnte man seine Hand bewegen. Das heißt, irgendwas mit dieser Hand ist los. Alter. Vor allem, hier geht's nicht mehr weiter. Warum war er hier? Ja, ich glaube, wir haben hier alles. Sieht fast danach aus. Verstehe aber das nicht mit der. Du kannst ja hier kein Item verwenden, du kannst ja nur. Ach, warte! Ach, den kann man auch verwenden. Was ist jetzt dieser Schlüssel? Was ist jetzt der? War hier unten noch irgendwas? Keine verschlossenen Türen, dann muss es ja die Box sein. So, mein Gott, bin ich doof. Ich muss hier weiterlaufen. Ich dachte gerade schon, warum geht das nicht weg?
Ja, mir ist nämlich aufgefallen, dass wir hier jetzt noch gar nicht lang gegangen sind. Heißt, wir schauen uns jetzt hier mal ein bisschen rum. Da. Alter, du Pisser, was mischst du dich hier ein? Denkst auch, du wärst willkommen. Okay, jetzt bin ich aber. So ein klein wenig überfragt, was wir jetzt machen sollen. Waren wir hier schon mal drin? Nee, warte, dann gehen wir mal hier rein. Hier, wo die Kette uns hinführt. Es da stehen? Ey, man bewegen kann man es nicht. So gehe ich mal davon aus. Oh. Dann war das da hinten alles nur Bonus. Ja, ich suche halt nur nach zwei Passwörtern gerade, ne? Das ist halt ein bisschen wack, wenn man hier keine Zettel findet. Hier wahrscheinlich. Hallo. Guckst du es an? Ein Jahr haben sie mich beobachtet, haben mich mit unzähligen Pillen gefüttert. Wenn die laute Stunde kommt und die Finsternis hereinbricht, zitter ich wie Espenlaub. Das war kein Code. Kalenderblatt. Wenden. Ja, das wird wahrscheinlich ein Code sein, ja. Hier sind die Pillen drinne. Sechs Uhr stand da, oder? Watch it go dark.
Was? Alter, woher kommst du? Oh, fuck. Was hat das jetzt gebracht? Es hat richtig angezeigt. Ich gehe mal davon aus, ich habe was richtig gemacht. Es wird halt so angezeigt, dass es halt gelöst ist. Was ist eigentlich auch kein schweres Rätsel, weil ich habe einfach nur rumgedingst. Deswegen hat es mich ja gerade überrascht, dass es die Lösung war. Ich dachte erst, okay, das wäre es wahrscheinlich jetzt nicht. Ich wundere mich jetzt gerade, wie ich wieder zurückkomme. Naja, gut, warte. Nach M4. So, kommen wir nach M5 schon mal. Alter, du Ficker. So, sind wir jetzt schon mal hier. Das heißt, wir kommen... Obwohl, kommen wir in das Büro des Direktors? Ja, wir kommen auf jeden Fall, glaube ich, in die Toilette wieder, oder? Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, beende ich hier den Part von Silent Hill 2 und bis dann und ciao.